So. Braune Füße. Ja. Weißt du schon? Ja. Und dann kommt das jetzt aus dem Papier. Neuer Monat, neuer Office Talk. Wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, dass wir wirklich jeden Monat einen Office Talk für euch filmen. Drum, Februar angekommen, gibt es auch schon einen neuen Office Talk. Dieses Mal sind wir mit unseren Make-up-Bags ausgestattet, weil wir euch einfach mal zeigen wollten, was aktuell bei uns immer mit dabei ist. Es ist natürlich ein bisschen mehr, drum haben wir uns jeweils pro Person auf ca. 5 Sachen limitiert, die bei uns einfach wirklich täglich im Gebrauch sind, die egal ob jetzt Tages-Make-up oder Abend-Make-up immer mit dabei sind und wir einfach sehr schätzen. Ja, ich glaube, ich fange mal gleich an mit meinem Lieblingsthema, nämlich den Augenbrauen. Ich habe ein neues Produkt entdeckt, ich habe das auch schon auf Insta-Stories gefeatured. Nein, es ist nicht gesponsert von Maybelline, ich habe es gekauft. Dieser Maybelline Tattoo Brow, den man einfach so rauf streicht und dann 20 Minuten einwirken lässt. Und dann hat man so eingefärbte Augenbrauen, also es färbt die Haare mit, aber auch die Haut, was super praktisch ist, weil du brauchst halt einfach nicht nachzeichnen. Und zwar halt das wirklich für 3 Tage lang, wenn man es über Nacht einfach drauf lässt und in der Früh dann abzieht. Ich habe da den dunkelsten Farbton, der ist, glaube ich, in Österreich noch nicht erhältlich. Ich habe ihn auf Amazon jetzt gefunden und bestellt, weil der mittlere, den es bei uns gibt, der hat so ein bisschen einen Rotstich und ich bin da gerügt worden von meinen Lesern auf Instagram, dass ich was promote, was für mich zu rötlich ist. Der ist ein bisschen aschiger, das ist eben Dark Brown und passt jetzt eigentlich perfekt. Ja, dann mache ich auch gleich was zum Thema Augenbrauen. Ich habe seit eh und je diese Browsings von Benefit. Ich muss auch ehrlich sagen, das wird nicht wirklich leer. Also das schaut jetzt nach Monaten so aus. Da hat man einmal einen Wachs und dann einen Puder zum Ausfüllen. Das Wachs ist so ein bisschen, um die Form zu ziehen, mit dabei. Und ich verwende den auch ehrlicherweise wirklich dazu. Ist einmal angespitzt und einmal zum Einfüllen mit dem Puder, dann ein kleiner Pinsel. Man hätte rein theoretisch auch eine Mini-Pinzette. Pinzette habe ich noch nie verwendet, weil ich habe eine andere daheim. Aber das ist lieb, das ist ja dabei. Wenn es mal hart auf hart kommt, hätte man es dabei. Spiegel ist natürlich auch dabei. Und ich verwende die Farbe 3. Ich glaube, es gibt 1 bis 5 bei Benefit. Mhm, also die goldene Mitte. Ich glaube, die kartiert auch immer 3 bei den Benefit-Produkten. Generell muss ich sagen, es überschreitet jetzt wahrscheinlich die 5 Produkte, aber ich verwende es in Kombination mit diesem Ready Set Brow. Das ist ein durchsichtiges Gel, wo dann die Form einfach gehalten wird. Und ich muss sagen, bei Augenbrauen finde ich Benefit echt mit Abstand am besten. Ich habe das auch selber gekauft, also das ist not sponsored. Ich schließe mir da gleich an mit dem Augenbrauen-Thema, dass wir das vielleicht abschließen. Ich habe auch was von Benefit zu bieten. Nein, die sind einfach echt super, weil die Produktrange so groß ist, gerade für die Augenbrauen, weil es ist halt jeder wie was anderes oder jeder stellt sich die Augenbrauen anders vor. Ihr habt dieses Foolproof Brow Powder, das ist eigentlich voll ähnlich wie dieses Brow Zing von dir. Stimmt. Mit 2 Farben, da ist am Anfang, das ist wirklich nur Puder, nicht so wie bei der Vicky Wachs. Und am Anfang ist eine hellere Farbe und dann hinten sozusagen für den Rest der Braue ein bisschen dunkler, dass das halt so Ombre-Effekt ist auf der Braue. Das verwende ich und zum Fixieren habe ich von einer lieben Freundin von uns, von Glossier, aus New York, das ist so ein getöntes Augenbrauen, wie sagt man da? Gel? Augenbrauen-Gel, genau. Mascara. Auch zum Fixieren und das hat so ein bisschen Fiber-Textur, das heißt, es bildet die Augenbraue ein bisschen ab. Oh mein Gott, ist der englische Satz. Sehr englisch. Ich glaube, es baut das Haar auf. Genau, Struktur von macht die Struktur der Haare voluminöser und dann hat man halt so ein bisschen diesen buschigen Augenbraueneffekt. We like. Ja. Ich verwende seit Dezember von Dior das Dream Skin Perfect Skin Cushion. Ich bin ein riesen Fan von diesen Skin Cushions. Ihr wisst, ich habe auch, glaube ich, das ganze letzte Jahr von Bobbi Brown mehr oder weniger das gleiche Produkt verwendet, habe jetzt mal, weil ich sehr viel Positives über das von Dior gehört habe, das probiert und das von Bobbi hat SPF 35, was ich eigentlich für den Alltag schon ausreichend finde, aber hier ist jetzt nochmal 50, was mega ist, weil man einfach jeden Tag in der Früh, ich trage es auch jetzt gerade heute, ist halt schön, weil das deckt nicht so arg, das heißt, meine Sommersprossen kommen noch gut durch. Und da ist sowas, so ein Pad dabei, das verwende ich aber nicht, ich verwende da immer einen Face-Pinsel dazu. Das einzig Negative an den Cushions, was ich wirklich sagen muss, ich finde, sie werden extrem schnell leer. Also ich komme so 6 bis 8 Wochen mit einem aus und dafür ist es natürlich relativ teuer. Allerdings bei dem war gleich bei der ersten Packung auch schon ein Refill-Pack dabei, was ich halt cool finde, weil irgendwie, ja, es wird schnell leer, aber du hast dann gleich das nächste schon dabei. Dementsprechend ist es natürlich auch ein bisschen teurer. Und ich habe die Farbe
010, also 10, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde bei dem auch cool, dass es wirklich 50 hat, weil was ich gelernt habe bei meiner Hauptpflegegeschichte letztes Jahr ist, dass das zwar schön und gut ist, wenn auf den Make-ups draufsteht SPF 15 oder 25 oder 35, aber es reicht in Wirklichkeit nicht. Also 50 ist das einzige, was wirklich gilt, um die UV-Strahlen so ganz abzuhalten von der Haut, und deswegen ist das echt cool, finde ich. Ja. Keiner sonst gar kein Make-up, was so 50er Faktor hat, ehrlich gesagt. Nein, und dafür, dass es halt mega leicht aufgeht und so, ist echt sehr praktisch. Das verwende ich jetzt, ist Februar, ich verwende es seit Mitte Dezember und es ist jetzt Anfang Februar, das heißt knapp 2 Monate, und ich habe das Refill noch nicht eingefügt. Ja, nur für euch zur Information. Genau, das ist gut. Ja. Genau. Allerdings muss ich sagen, die Vicky ist wirklich sehr sparsam eigentlich, was so Make-up und Foundation halt nicht so viel angeht. Okay, ich schließe mich an. Ich mache das einfach noch, was wir immer haben. Wir filmen heute, es ist Mittwoch, und ich bin gestern in London gewesen mit Armani. Auch das ist keine bezahlte Kooperation, aber ich bin zu der Reise eingeladen worden, um dieses neue Face Fabric Make-up auszuprobieren. Und wie ihr wisst, bin ich seit vielen, vielen Jahren ein großer Fan von Estee Lauder. Und verwende eigentlich nur das, aber dieses Make-up finde ich jetzt echt eine coole Alternative, weil ich habe das auch jetzt gerade drauf, es ist extrem matt, die Konsistenz ist so, also sie haben mir das so erklärt, dass du eher so ölige Textur hast oder irgendwie Gesichtsöle oder so, und dann auf der Haut, wenn du es aber verteilst, nur noch die Farbpigmente überbleiben, das heißt, es beschwert halt gar nicht und es bleibt relativ lang drauf, und so fühlt es sich halt auch an für mich. Ich finde es echt eine coole Alternative, wenn man ein bisschen weniger Coverage haben will, weil das Double Wear, also das heißt, die Lauder Double Wear Foundation, was ich verwende, ist doch sehr, sehr stark deckend, und das finde ich eigentlich sehr cool, vor allem weil ich doch noch ein bisschen von der Urlaubsbräune überhaupt, und dann braucht man sie auch nicht so stark abdecken, finde ich. Also Kaufempfehlung von meiner Seite, ich werde es jetzt sicher mal eine Zeit lang verwenden. Es schaut eigentlich so aus, als ob die Katja, als ob die natürliche Haut da ist, aber halt mega ebenmäßig. Also du siehst auch so ganz leicht so ein bisschen Sommersprossen und so, was man sonst bei der Katja eigentlich nie sieht. Aber es ist halt ein perfekt ebenmäßiger Teint. Ja. Ja, für mich wahrscheinlich nichts, wenn es so abmattierend ist. Ja. Ich glaube auch, dieses zu trocken. Ja. Nein, ich mache mein Glow. Als nächstes, was mache ich als nächstes? Ich mache die Palette, das weiß ich, dass bei der Katja auch kommt. Und zwar, und sie schaut nicht schön aus. Sie ist bei mir sehr oft in Gebrauch. Ich habe meine noch nicht so lange. Ja, ich habe meine in Australien im Urlaub beim Duty Free nachgekauft, weil ich die andere, die war in meiner Make-up-Tasche, die verschollen ist. Das ist die Burgundy Times 9 Palette. Das sind beides welche aus der Times 9 Kollektion von MAC. Und ich muss echt sagen, ich verwende ausschließlich diese Palette. Egal ob im Alltag, das ist halt dann oben die Mitte, das ist das, was ich zum Beispiel jetzt gerade auch trage. Oder bei Kathis Hochzeit hatte ich diese lila Töne hier unten, passend zu dem fliederfarbenen Kleid an. Ganz gerne mag ich auch dieses dunkle Braun halt für abends, für so einen goldbraunen Smoky Eye Look. Kann ich zu 1000% empfehlen, liebe ich, und täglich im Einsatz. Ich kann mich nur anschließen. Das Einzige, was ich jetzt noch ergänzen will, ist, dass meine Amber hast. Also die Farbe, der Farbton ist Amber. Und ich tue deine nochmal ganz kurz her. Wenn ihr den Unterschied sehen wollt, also der Vicky, ihre hat mehr so diese rosa Töne und meine so mehr in das beige-braun-goldene. Und ihr seht eh ungefähr, welche Hauttypen wir sind. Vielleicht kann man sich dann auch ganz gut vorstellen, was wem steht. Also ich habe insgesamt so ein bisschen eine beige-lichere Haut, und der Vicky stehen halt auch noch die blauen Augen und so. Eigentlich alle diese Rosé, Kupfer, rosa Töne extrem gut. Und ich finde es cool, dass es da halt wirklich so eine Palette gibt für jeden Typ. Ja. Dann mein nächstes Favorite, ich glaube, das ist mein absolutes Lieblingsprodukt. Das ist von Victoria Beckham für Estee Lauder, der Modern Mercury Highlighter. Ich finde, das ist wirklich einer der schönsten Highlighter auf der Welt. Auf der Welt! Nicht übertrieben zu sein. Der war auch in der Make-up-Tasche von mir, die verschollen ist. Das heißt, ich habe den schweren Herzens um 62 Euro bei Net a Porter nachgekauft. Aber es zahlt sich wirklich aus. Ich habe den jetzt seit, ich glaube, Oktober wieder im Einsatz. Es ist fast nichts weg. Den alten hatte ich damals fast ein Jahr und war immer noch mit keinem Boden, gar nichts gesehen. Der hält unglaublich lang. Ich finde das Packaging mega schön. Und jedes Mal, wenn ich meinen trage, ich trage nur das. Ich trage keinen anderen Bronzer, ich trage keinen anderen sonst. Das ist einfach der Highlighter, den ich trage. Also ich traue mich, wir könnten jetzt eine Wette abschließen auf Kamera, wie lange er halten wird. Ich schätze 3,5 Jahre.
Echt? Ja. Hätte ich nicht gesagt, ich hätte auf 2 getippt. Aber wir können es ja jetzt, wir haben Februar 2018, wir hören uns dann in 2021 wieder. Genau, und schauen, ob die Vicky den Highlighter noch hat. Nein, das ist mein Favorite. Ja. Ich verwende zurzeit pudermäßig, normalerweise nehme ich keinen Puder, aber meine Make-ups sind mir alle ein bisschen zu hell jetzt durch den Urlaub und ich habe bei mir in der Make-up-Lade dieses Hoola Light Puder gefunden von Benefit und ich glaube, es wäre theoretisch zum Contouring gedacht, aber es ist so eigentlich hell und neutral der Farbton, dass ich jetzt immer einfach mit einem großen Pinsel immer eine Schicht von dem drüber gebe, um einfach die Gesichtsfarbe ein bisschen aufzuwärmen. Es steht da glaube ich so drauf, warm up your complexion, also es ist für das eigentlich glaube ich gedacht, so Bronzer für das ganze Gesicht und ich finde den eigentlich ganz schön, also das heißt, wenn ihr auch so helles Make-up habt, ihr könnt das mit diesem Ding ausgleichen bis zum Sommer oder so. Das ist eigentlich ein cooler Trick. Ja. Last but not least würde ich Lippen machen, ich konnte mich nicht entscheiden, darum habe ich 2 Produkte. Den Catrice Ombre Two-Tone Lippenstift in der Farbe New York City Style, das ist 020. Den habe ich mir schon öfters nachgekauft, habe ich mittlerweile 2 auch auf Reserve daheim, sollte er jemals aus dem Sortiment genommen werden. Kostet 4,95 €, demnach jetzt auch keine zu große Investition, wenn er trotzdem im Sortiment bleibt. Den, das ist mein Go-To, egal welche Jahreszeit, ich finde, der passt immer voll gut. Man kann den dann auch ein bisschen intensiver auftragen für abends, dann sind die Lippen wirklich voll schön, voll durch das Ombre auch. Und was ich jetzt gerade trage, was ich in letzter Zeit wieder total entdeckt habe und liebe, ist dieser Gloss Volume, Plumping Lip Gloss von Chanel. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich plumpt. Also es hat schon so ein minziges Gefühl, also so ein kühlendes Gefühl auf den Lippen, aber mir würde es nicht auffallen, dass er wirklich plumpt. Ich finde ihn halt einfach so den perfekten und er pflegt irgendwie. Also ich finde, die Lippen sind dann nie trocken und man hat halt einfach so einen schönen. Wahrscheinlich gleicht es diese kleinen Fältchen aus, ein bisschen aus oder dann so. Dann wirkt es vielleicht voller oder so, aber den kann ich auch sehr empfehlen. Mhm. Und ich habe auch nur 2 Produkte. Erstens Mascara. Ich verwende jetzt gerade die Monsieur Big von Lancôme. Ich kann ehrlicherweise noch nicht so viel dazu sagen, weil ich habe es erst seit 2-3 Tagen oder so verwendet. Ich finde aber das Auftragen mega easy mit der und die macht echt so schöne Wimpern und es verschmiert auch nichts. Ich mag das nämlich nicht, wenn am Ende des Tages man irgendwie so ein bisschen so Eulen Augen kriegt. Also ich habe das von manchen Mascaras und bei der ist das nicht so und die finde ich bis jetzt ganz cool. Und noch was ich immer wieder gefragt werde, ist, was ich auf meinen Insta-Stories meistens drauf habe, welcher Lippenstift das ist. Das ist ehrlicherweise jetzt nicht der, das ist der MAC Viva Glam 2, den ich jetzt trage. Aber der, den ich am häufigsten verwende, ist der MAC Honey Love. Das ist einfach so ein Beige und macht eigentlich einen mega halt Nude Lippens, mehr oder weniger meine Hautfarbe, nur ein bisschen intensiver. Also Matt Honey Love. Honey Love. So, jetzt habe ich es ausgemacht. Also das ist der, den ich am meisten verwende oder eben in der Kombi mit diesem. Genau. Vielleicht noch ganz kurz unsere Täschchen, weil das sicher auch Fragen kommen. Ich hatte das mal, es ist verloren. Irgendeinem Flughafen dieser Welt. Sehr traurig, aber ich kann mir das Kartes noch anschauen. Schau es an. Ja, es ist wunderschön. Es ist aus Leder von Aigner. Das haben wir mal beim Press Day geschenkt bekommen. Und mein neues ist von einer Marke Woof. Das kannte ich bis vor kurzem nicht, aber ich habe von einer sehr lieben Freundin zu Weihnachten ein Laptop-Case von der Marke bekommen und habe das dann bei Niche Beauty entdeckt. Und das haben sie mir geschenkt. Voll lieb. Und das ist so ein schwarzes Marble-Ding und ich finde von der Größe sind sie eigentlich ähnlich. Meins ist ganz ein bisschen höher, aber super praktisch für den Alltag und es passt auch voll viel rein. Ja, so ein bisschen. Ja. Ja. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt zu unserer Routine, dann gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und ansonsten gibt es immer wieder Beauty-Posts, oder ihr könnt ein bisschen recherchieren, was wir auch schon gepostet haben. Aber wie man sieht, es verändert sich doch von Zeit zu Zeit wieder mal was an der aktuellen Routine. Und wenn ihr Feedback habt zu unseren Produkten oder so, auch jederzeit gerne. Und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im März mit der Vorab auf der Seite. Genau. Tschüss. Ciao.